Heute zeige ich euch, wie ihr euren Asus RT-N65U Router mit einem Fritzbox Repeater verbindet. Der Fritzbox Repeater hat die Bezeichnung 300E. Ihr geht auf die Konfigurationsseite von eurem Router, geht hier unten zu Wireless. Dann auf WPS. Hier unten macht ihr den Punkt bei Push-Button hin. Dann steckt ihr euren Repeater in die Steckdose und drückt die WPS-Taste so lange, bis WLAN leuchtet. An eurem Fritzbox Repeater drückt ihr nun die WPS-Taste. Power muss leuchten, WLAN muss blinken. Nicht dauerleuchten, sondern blinken. Hier oben diese Anzeige ist bei euch noch dunkel, da noch keine Verbindung entstanden ist. Ich habe jetzt schon die Verbindung, also leuchten bei mir alle Balken auf. Sobald jetzt WLAN blinkt, geht ihr zurück zu eurem PC in den Asus Router. Ihr drückt jetzt hier in dem Router-Menü auf Beginn. In dem Moment fängt der Router an, nach der Fritzbox zu suchen. Es dauert dann 1-2 Minuten, bis euer Router die Fritzbox gefunden hat. Die Lichter fangen an zu blinken, bis irgendwann ein Dauerleuchten entsteht, wie ihr hier bei mir seht. Dann ist die Verbindung hergestellt. Ich kann die Fritzbox über die IP erreichen. Und zwar ist das bei mir die 192.168.1.119. Anders ist die Fritzbox bei mir nicht erreichbar. Ich werde diese IP jetzt einmal in die Eingabeleiste oben eingeben. Ich habe jetzt mit der 192.168.1.119 bei mir die Fritzbox WLAN Repeater Oberfläche aufgerufen. Ich soll als erstes jetzt ein Kennwort festlegen. Allerdings kann bei euch sein, dass ihr eine andere IP habt, nicht die gleiche wie ich. Ihr müsst in eurem Asus Router halt nachsehen, welche IP an den Fritzbox Repeater vergeben wurde. Ich lege jetzt einmal ein Kennwort fest.